So, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Mittwochabend, Primetime. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt genau die richtige Entscheidung getroffen. Ihr habt für Sprungwurf TV entschieden. Hier ist Anwurf, das Handballmagazin, Folge 62. Und ihr seht es schon, eine pickepacke volle Runde. Wir haben sehr, sehr interessante Gäste. Wir haben sehr, sehr interessante Themen. Ich sage mal zum Beispiel Aufstieg in die dritte Liga. Was muss man da beachten? Wir fangen natürlich an mit der dritten Liga der Frauen. HSG Mönckeberg-Schönkirchen geht da hoch, hat eine super Saison gespielt in der Oberliga. Wie ist denn eigentlich die Lage bei der HSG Eiderharde nach der Meistersause, vor der Meisterfeier virtueller Art, wie man ja gestern gesehen hat? Die findet am Samstag statt. Da sprechen wir drüber und wir gucken zum MTV Herzhorn. Da gibt es einen neuen Trainer und den begrüße ich hier als erstes. Hendrik Mein, moin. Moin, moin, grüß dich, grüßt euch, hallo. Wie geht es dir? Gut, gut. Ich bin relativ verschont geblieben von dieser ganzen Corona-Geschichte und plane fleißig die kommende Saison. Das freut mich sehr. Genau. Dann begrüße ich das Duo von der HSG Eiderharde schon, ich glaube, im Meisterdress. Das müssen wir direkt mal klären. Der Männerwart ist dabei, Andreas Fröhlich. Moin, moin. Und der erste Vorsitzende, Malte Plön, ist auch da. Hallo. Was bedeuten die Tücher? Wir haben Halsschmerzen heute vom. Zu sehr schon gefeiert, also doch schon Meisterfeier. Ja, also wild in Pink, würde ich mal sagen. Wir werden am Samstag hier unsere Meisterfeier machen und das Ganze mit unserem Multifunktions-Corona-Hals- und Mundschutztuch auch für später zu verwenden, mit der Oberligameisterschaft dabei. Ist das jetzt exklusiv quasi zur Meisterfeier und zur Corona-Zeit Ja, Sonderedition nur für die Meisterschaft. fantastisch. Dann sprechen wir da ja auch Samstag drüber, denn am Samstag jetzt schon mal der Tipp hier bei Sprungwurf TV 18 Uhr, die große Meistersause der HSG Eiderharde. Auch da werden wir heute drüber sprechen. Und ich habe es gerade angesprochen, es geht auch um die Damen bei Mönckeberg-Schönkirchen. Und der Trainer ist da, Jörg. Moin, ich grüße dich. Moin, grüß dich, hallo. Wie ist bei euch die Lage? Ja, ich sag mal, wir können bestimmt bald einen Marathon laufen. Die Mädels sind am Rennen wie die Wahnsinnigen. Aber wir wissen mittlerweile nicht mehr, wie ein Ball aussieht, ne? Ja, das fehlt allen wahrscheinlich sehr, oder? Genau. Ja, klar, auf jeden Fall. Also, Jörg Becker heute auch unser Gast, da freue ich mich sehr drauf. Jetzt gibt es einen Spot und dann geht's los mit Anwurf, das Handballmagazin, Folge 62. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. Der Spot. Da sind wir wieder drauf. Und Henrik, wir starten. Bist du bereit für deine Fragenlawine? Ja, schieß los. Für Kein alle, die Problem. das erste Mal dabei sind, die Fragenlawine. Am Anfang gibt es für jeden Gast fünf Fragen, die ich noch gar nicht kenne. Und dementsprechend wollen wir uns erstmal so ein bisschen eingrooven und ein bisschen etwas über unsere Gäste erfahren. Hendrik, Frage 1. Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das? Da ich hier relativ viel mit der Taktiktafel rumhantiere gerade, fällt mir die spontan ein und nehme die mit auf eine einsame Insel. Ja, würde ich tatsächlich machen. Um auch neue Taktiken auszutüfteln. Auch das, ja, auch neue Taktiken, genau. Man hat ja viel Zeit und Ruhe dann da, ne? Daher würde Vor, ich wie die du dann da mitnehmen. im Sand liegst mit den Kokosnüssen und die so ein bisschen hin und her verschiebst. Genau. 3, 2, 1 übst oder so. Ja, genau. Frage 2. Hattest du schon mal einen komplett anderen Look? Also außer, dass die Haare mal kurz waren und ich ja, mal ein bisschen anders rumgelaufen bin, eigentlich nicht. Also im Prinzip trage ich genau das hier. Und zwar jeden Tag, so wie wahrscheinlich jeder Handballer, wenn ich das so bei den anderen hier beobachte. Ansonsten kein anderer Look. Nee, ich laufe immer so rum, wie ich hier rumlaufe. Wir haben gerade schon über die einsame Insel gesprochen. Frage 3 zielt so ein bisschen in die Richtung. Könntest du dir vorstellen, eines Tages auch mal im Ausland zu leben? Nur wenn der Handball gespielt wird. Sonst, sonst nicht. Mir fallen jetzt zwar spontan keine Länder ein, wo kein Handball gespielt wird, aber ja, ansonsten würde
würde mich da wahrscheinlich nichts hinziehen, das entsprechende Land. Also auch noch wichtiger quasi als Sonne und Strand zum Beispiel. Ja, ja, doch, würde ich sagen. Welche weitere Sprache würdest du gerne sprechen und warum genau diese? Doch, im Prinzip, ich spreche Englisch einigermaßen fließend, würde ich jetzt mal sagen. Das reicht mir so ganz gut, reicht mir so ganz gut aus und weitere Sprache benötige ich da eigentlich nicht. Ich komme ganz gut über die Runden, sowohl beruflich als auch privat. Genau, das reicht. Reicht so. Letzte Frage, was war die spannendste Dokumentation, die du gesehen hast? Ich gucke gerade The Last Dance, die Dokumentation über Michael Jordan und die Bulls. Wie jetzt spannend ist, sei mal dahingestellt, aber ich finde es ultra interessant, zumal ich in der Zeit aufgewachsen bin. Und ja, jetzt so der Rückblick nach über 20 Jahren ist hochinteressant, finde ich gerade. Hast du damals auch ein paar Bulls-Spiele gesehen? Ich war damals ja noch nicht so alt, aber die letzte Meisterschaft, sag ich mal, die geholt haben, da habe ich mir schon ein oder andere Spiel angeguckt. Lief ja damals auch noch auf DSF, ne? Konnte man sich zumindest die Zusammenfassung noch angucken. Geht ja heute auch nicht mehr, aber... Einschaltquoten in der Nacht, glaube ich noch. Jörg nickt auch die ganze Zeit. Du hast es auch... Klar. Ich habe sogar eine Zeit in den USA gelebt. Ich habe sogar Jordan mal live gesehen. Ach, Quatsch. Gegen die Knicks. Das war schon ziemlich cool, ja. Wann war das? 1991, also ich bin schon ein paar Tage älter. So. Das brauchst du nicht sagen, Jörg. Siehst du denn auch die Netflix-Doku? Ja, absolut. Ich habe gerade gestern die dritte Folge mir angeguckt, weil jede Woche jetzt zwei Folgen hier freischalten. Und ja, das ist schon cool. Was mir so gefällt, ist, dass die wirklich auch ja komplett alle Seiten beleuchten und die Amerikaner ja sowieso generell, was Sport und Sportpersönlichkeiten angeht, die alle nochmal so in ein ganz anderes Licht heben. Das ist, ich meine, du wirst es dann bestätigen können, wenn du sie live gesehen hast. Sie waren von einem anderen Stern, aber so kommt es in der Doku auch rüber. Ja, absolut. Absolut. Also da gab es so eine Szene zum Beispiel auch gegen die Knicks, werde ich nicht vergessen, wo Jordan im Ball stiehlt, auf den Ring zuläuft, ihn aber nicht reinmacht und 20.000 jubeln und er stiehlt ihn gleich im nächsten Angriff wieder, haut ihn rein und wieder jubeln 20.000. Ne? Also einmal, weil er nicht reinmacht und einmal, weil er ihn reinmacht. Also der war schon irre, der Kerl. Oder ist es auch immer noch. Pure Willenskraft. Also Folge 3 bis... Ich bin Folge 2. Hendrik, wo bist du? Bei der aktuellen. Ich weiß gar nicht. Ist das die fünfte oder vierte? Die vierte müsste es sein. Vierte, ja. Ja, die habe ich jetzt durch gerade, genau. Gibt es auch Basketballfans in Hohn? Nicht wirklich, muss ich gestehen. Wir können uns nicht mehr als eine Sportart leisten. Aber wahrscheinlich gerade an der eigenen Dokumentation. Wir schauen gleich mal, wer euer MVP sozusagen ist. Bevor wir über Handball sprechen, jetzt, wir beginnen mit Malte. Die Fragenlawine für die HSG Eiderhade. Malte, bist du bereit? Ich wäre bereit, ja. Wer war, oh, vielleicht kann man das in diesem Interview sogar schon erahnen, wer war die verrückteste Person, der du je begegnet bist? Das wärst du nicht erahnen können, aber... Aber das ging das, kurz zur Seite. Ich schaue einmal zur Seite, aber den meine ich jetzt nicht. Also ich würde tatsächlich meinen damaligen, ehemaligen Trainer Peter Riggerson an der Stelle nehmen wollen. Warum? Ja... Also diejenigen, die ihn kennen, die werden wissen, was ich jetzt damit meine. Aber es gab halt positiv gesehen, aber verrückte Anekdoten. Ich nehme mal eine raus. Wir spielten damals ja mit Tarp in der zweiten Liga, hatten Auswärtsspiel in Dessau. Plötzlich während der ersten Halbzeit auf der Trainerbank klingelt ein Handy. Peter Riggerson. Das ist aus dem Bild. Peter Riggerson bemerkt, dass er gemeint ist, geht ans Handy und sagt, sorry, ich kann jetzt nicht, wir haben ein Spiel. So, das waren so Kleinigkeiten. Ach, ich kann noch 5, 6 mehr erzählen. Also Peter ist für mich legendär und absolut positiv handballverrückt. Also er geht mitten im Spiel ans Telefon. Er geht auch mitten im Spiel ans Telefon, auf jeden Fall. Na klar. Hat sich aber vor 2 Minuten geholt, oder? Ich wollte gerade sagen, gibt es da eigentlich eine Strafe dafür?
Da kriegt ja keiner mit, bis auf die Auswechselspieler, die das dann an der Stelle natürlich auch nett auf der Rückfahrt verpackt haben. Ne? Frage, wer dran war. Oder ist das nicht überliefert? Ist bis heute nicht übermittelt. Frage 2. Für welches Ereignis deines Lebens bist du am dankbarsten? Ja, das ist natürlich relativ klar. Das ist die Geburt der eigenen zwei Kinder. Das ist schon, ja, relativ klar. Frage 3. Hast du schlechte Angewohnheiten? Gute Menschen haben schlechte Angewohnheiten. Ich würde das vielleicht so beschreiben, die Behauptung zu haben, keine zu haben. Ja. Ja. Nehmen wir so. Frage 4. Oh, vielleicht spielt aber auch Frage 4 jetzt schon in die Richtung. Bist du pünktlich oder unpünktlich? Inzwischen würde ich sagen, auf jeden Fall pünktlich. Beruflich sowieso. Privat war es früher vielleicht das ein oder andere Mal anders. Was war dein Traumjob, als du noch ein Kind warst? Auch relativ klar. Sportreporter. Ich habe so manche Spiele im Garten kommentiert, live gespielt, virtuell, von vorne bis hinten. Ob das ein Subisareda im Tor war oder ein Matthäus, keine Ahnung. Ich habe sie alle gehabt. Wer hat gewonnen am Ende? Der Bessere. Gut. Das waren deine 5 Fragen schon. Ich gucke hier gerade. Waren deine 5 Fragen. Andreas hat er sehr gut gemacht, oder? Ich fand das überragend. Sehr gut. Jetzt mal schauen, wie es andersherum wird. Andreas. Aber nur, wenn er das auch von mir sagt. Du musst jetzt performen, du musst jetzt abliefern. Ja, ich kann unter Druck nicht so gut. Frage 1. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Ja, das ist einfach. Da fallen mir ganz spontan 2 Sachen ein. Jägermeister in pistentauglichen 2-Zentiliter Flaschen. Und natürlich Mittelalter Gouda ohne Rinde. Ohne. Selbstverständlich. Ist das auch der Schlüssel, um glücklich zu sein? Oder was würdest du sagen, ist der Schlüssel zum Glück? Auf gar keinen Fall. Also der Schlüssel, um glücklich zu sein, ist ganz einfach. Also es macht keinen Sinn, ausgeschütteter Milch hinterher zu weinen. Und, wenn ich das noch ergänzen darf, was man macht, macht man mit Leidenschaft. Darfst du auch mal einen ernsthaften Akzent reinzubringen. Danke an dieser Stelle dafür. War das schon sehr philosophisch und ist so genommen. Frage 3. Wovor hast du denn am meisten Angst? Dass ich die Frage nicht beantworten kann. Nee, Spaß beiseite. kennst du Asterix, ja, ne? Also ich habe Angst, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Und natürlich vor dem Abstieg der ersten Männer. Ist ja gerade aktuell. Was wolltest du anderes hören? So. Egal, ob auf die ersten Männer oder auf wen auch immer gemünzt, sagst du, dass du an Schicksal glaubst? Ja, logisch. Aber nur, wenn ich es selber in der Hand habe. Auch sehr gut. Frage 5. Mal schauen, ob das eindeutig sein kann. Oh, was kommt jetzt noch? Wer ist dein Lieblingsmusiker? Oh, da möchte ich auch gerne... Also eigentlich würde ich sagen, meine Frau, wenn sie unter der Dusche steht und singt. Und wenn sie das gerade nicht tut, dann würde ich alternativ AC/DC nehmen. Beides eher so in die Richtung Hard Rock, oder? Im Teil A noch kein Kommentar, Teil B ja. Schön. Ich finde großartig, dass bei der HSG einer hatte wirklich die Meisterstimmung. So top ist. Jetzt darf natürlich. Wir müssen mal posten. Malte ist Prost. Also wieder. Malte darf natürlich auch jetzt über Andreas Performance urteilen. Ich gehe so lange weg. Ich würde sagen, das hat er absolut spitzenmäßig hinbekommen. Hätte ich nicht erwartet. Großartig. Guck mal, Andreas ist das so ein bisschen wie der Tarnumhang bei Harry Potter. Ich wusste gar nicht, bei euch. Ihr seid ja auch in der Halle, oder?
So sieht es zumindest aus. Wir sind in der Halle und wir haben auch Publikum. Wir sitzen am Mittelkreis. Und wir werden auch das Publikum euch jetzt nochmal zeigen. Wir werden auch. Also wir sind alle da. Ne? Unterstützung ist auch absolut da. Fantastisch. Ich kann es bis hier hören, die Unterstützung. Großartig. Und Standing Ovations. Zurecht bei der Performance. Alle stehen für uns. Wir gehen ins Homeoffice zu Jörg. Jo. Frage 1. Welches ist das beste Buch, das du gelesen hast? Das Ding mit den Buchstaben und so, ne? Ich sag mal, Handballhölle Bezirksliga habe ich noch nicht. Kann von ich daher, ja, das glaube ich. Dann nehmen wir mal so die ganzen Inselkrimis von, wie heißt denn der noch zum Beispiel? Krishan Koch, der schreibt gute Dinger. Also etwas leichtere Kost, muss man ganz ehrlich sagen. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Ja, ich denke da sofort an so einen Fallschirmsprung. Das würde mich auf jeden Fall nochmal reizen. Ich weiß nicht, hat bisher mal irgendwie nicht gepasst. Ja. Also für meine Mädels halt dementsprechend, wenn ihr mich mal irgendwann loswerden wollt, dann schickt ihr mich ohne Fallschirm runter. Bist du so, der Höhenangst hat oder gar nicht? Früher nicht, aber mittlerweile merke ich schon, wenn ich mal bei mir aufs Dach muss am Haus, das wird dann schon ein bisschen komisch. Mhm. Frage 3. Wie sieht dein ultimatives Traumhaus aus? Traumhaus? Ich bin ja sehr genügsam. Ich nehme das Haus, was ich jetzt habe, und dann baut ihr mir da hinten noch eine Handballhalle dran und passt das. Cool, ach, dann ist der Weg auch relativ kurz. Oder? Denke ich auch. Frage 4. Über welches Thema könntest du ohne jede Vorbereitung eine 30-minütige Präsentation halten, sofort? Ja, beruflich gibt es ja so einige, natürlich ganz klar, so aus dem ISO-Bereich beziehungsweise Kraftstoffanalysen für Großreedereien und Handball logischerweise 3-2-1-Abwehr, können wir gerne gleich loslegen. Da bin ich sehr auf die Diskussion gespannt. Henrik, du bist doch auch gerade in Sachen Trainerlizenz unterwegs, oder? So ist es, genau. Irgendwo muss man anfangen, ne? Da, genau darüber sprechen wir gleich. Warte, ich muss ganz kurz hier Protokoll führen. Eine Frage noch. Eine Frage hast du noch, Jörg. Ja. Was ist dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich, definitiv, ganz klar. Nicht? Nett ist gut, aber nicht immer gut, aber ehrlich sein ist schon das A und O, ne? Das sollte immer sein, definitiv. Gute Frage. Kurze Frage an Malte. Wie hat er das gemacht? Perfekt. Für Jörg absolut perfekt. Danke, Malte. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, starten wir nach einem kurzen Spot und gehen dann rein in den Handball. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. So, da sind wir wieder. Henrik ist heute unser Gast. Henrik Mein wird das ausgesprochen, oder der Nachname? Ja, korrekt. Gerade ging vor ein paar Tagen über Facebook die Meldung rein, das ist der Mann, der ab sofort der Cheftrainer bei Herzhorn ist, nach einer Saison, in der er der Co-Trainer war. Henrik, wie hat es dir denn gefallen, das erste Jahr so ein bisschen an der Seitenlinie? Mir hat das gut gefallen. Ich habe gemerkt, dass ich da ganz gut hinpasse an die Seitenlinie. Hätte natürlich gerne auch noch weiter gespielt. Das war aufgrund von einer Schulteroperation dann nicht mehr möglich. Und dann habe ich mir gedacht, führe ich das Ganze fort und stelle mich an die Seitenlinie und steige ins Trainergeschäft ein. Und das liegt mir sehr. Also ich habe da relativ viel Spaß dran und auch schon kleine Trainingserfolge gehabt. Und von daher passt das ganz gut zu mir. Du bist ja auch noch nicht, was heißt noch nicht so alt, du bist Jahrgang 88. So ist es, genau. Spieleralter theoretisch ja auch. Theoretisch Spieleralter, genau. Ich hätte mir auch gewünscht, noch weiter zu spielen, aber das war leider nicht möglich. Wann hast du aufgehört? Vorletztes Jahr habe ich aufgehört, leider auch schon mit starken Schulterschmerzen und dann ein Riss zwischen Brustmuskel und Schulter, der hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich aufhören musste und leider nicht mehr weiterspielen konnte. Hast du schon, sagen wir mal, zu Spielerzeiten
gemerkt, mich reizt es, an der Seitenlinie zu stehen und über Taktik zu grübeln und Trainer zu sein? Ja, auch das. Also ich war durchaus immer einer, der gern mal mit dem Trainer dann auch diskutiert hat. Und wenn man mal anderer Meinung war, der den Trainer auch mal umstimmen wollte, das hat mich schon gereizt. Also von daher passt auch wie die Faust aufs Auge, ne, was das angeht. Wann kam die Entscheidung, Co-Trainer zu sein? Eigentlich direkt mit dem Ausstieg aus dem Spielergeschäft, sage ich mal, habe ich mich dann auch darum bemüht, da weiterhin an der Seitenlinie zu stehen. Ja, genau. Wie war die Zusammenarbeit mit Michael Janke? Super, also Michael gehört jetzt da durchaus noch zur alten Schule und wir haben uns da super ergänzt. Also alte Schule, junge Schule zusammen, hat dann letzten Endes auch zu einem einigermaßen guten vierten Platz, muss ich dann doch sagen, am Ende geführt. Wir finden uns auch im Umbruch und damit sind wir zufrieden, ja. Wie war denn so die Zusammenarbeit? Wie muss man sich das vorstellen? Man kennt ja immer, man redet sehr viel in der Öffentlichkeit über die Cheftrainer, die für die Entscheidungen natürlich auch klar stehen müssen und gerade stehen müssen, egal ob es Sieg oder Niederlage ist, und sie müssen sich für die Aufstellung rechtfertigen. Was macht man als Co-Trainer? Also wir haben uns das so aufgeteilt, dass ich die Trainingsinhalte zu 50% übernommen habe. Das war nicht so, wie das in anderen Mannschaften ist, dass der hauptamtliche Trainer dann doch das Trainingsgeschäft insgesamt auch leitet. Wir haben uns das aufgeteilt. Und an der Seitenlinie während des Spiels hatte er dann eben den Hut auf. Ne? Mhm. Und außerhalb des Spielfeldes und des Trainings haben wir uns dann auch regelmäßig ausgetauscht, über taktische Dinge ausgetauscht und letzten Endes hat das dann ein Gesamtkonstrukt ergeben und ich war zufrieden damit, das war gut, ja. Wann oder seit wann ist klar, dass er aufhört bei euch? Michael hat nach drei Viertel der letzten Saison, eigentlich kurz vor der Corona-Krise, muss man dann letzten Endes ja auch sagen, weil zu Ende gespielt wurde, ja nicht gesagt, dass er aufhört. Letzten Endes aufgrund des Alters und des fortgeschrittenen Trainergeschäftes bei ihm ja auch. Er hat auch viele Mannschaften schon seit einer langen Zeit übernommen und wollte einfach kürzer treten, ja. Jetzt war zu lesen auf eurer Seite, also du wirst jetzt Trainer und dein damit freigewordener Platz wird von Ludger Lüders übernommen. Genau, mit Ludger habe ich selbst auch zusammengespielt, von daher passt das so ganz gut. Ludger hatte in der Vergangenheit als Spieler, spielt selbst jetzt glaube ich auch nicht mehr, seine Stärken auch in der Abwehr. Ich eher im Angriff, von daher ergänzen wir uns super. Habe ich mich tierisch gefreut, dass Ludger letzten Endes zugesagt hat und da zur Verfügung steht. Ja. Das heißt, die Jungs können sich dann in Zukunft auch so ein bisschen American Football Style einstellen. Einer macht Offense, einer macht Defense. Nicht nur, also im Training nicht. Trainingsgestaltung werde ich schon übernehmen, aber absprechen, was die Abwehrarbeit angeht, werde ich mich schon mit ihm dann. Genau. Was ich sehr cool fand, der Begriff erstmal auf Ludger wurde gesagt, er sei ein junges Urgestein in Herzhorn, aber das trifft ja eigentlich auf dich auch zu, oder? Naja, Ludger ist letzten Endes nur ein Jahr älter. Also wir sind letzten Endes ein junges Trainergespann, was da an der Seitenlinie steht. Und Ludger selbst ist aber immer in Herzhorn geblieben und hat nie den Verein gewechselt. Ich habe ja auch noch für zwei andere Vereine gespielt im Herrenbereich und er eben nicht. Ja. So. Aber trotzdem auch du, die MTV-Vergangenheit natürlich. Wenn du das mal vergleichst, Spielerkarriere und wie würde... Oder kann ich das schon sagen? Wie würde der Spieler Hendrik mit dem Trainer klarkommen oder umgekehrt? Schwierige Frage. Ich glaube gar nicht, nicht so gut. Warum nicht? Ich habe ja letzten Endes gesagt, häufig mal was einzuwenden hatte, wo ich auch jetzt überhaupt gar kein Problem habe, wenn das der eine oder andere Spieler macht. Aber ich glaube, ich bin meinem damaligen Trainer auch sehr auf die Nerven gegangen. Und das darf natürlich auch nicht zu viel werden. Du hast jetzt ja gerade die C-Lizenz. Genau, richtig. Ist es da eher taktisch? Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist da auch so ein bisschen Pädagogik dabei, Menschenführung etc.? Da ist auch
auch Menschenführung und Pädagogik dabei. In der C-Lizenz sprechen wir um die Ausbildung im Jugendhandball und nicht so sehr im Herrenbereich. Nichtsdestotrotz kann man das ein oder andere dennoch auch schon für den Herrenbereich mitnehmen. Das ist, aber irgendwo muss man letzten Endes anfangen, wenn man ins Trainergeschäft einsteigt. Und das ist nun mal auch die C-Lizenz, ja, genau. Das Modul 2 war doch auch gerade erst, oder? Genau, das Modul 2 wurde gerade abgehalten, online, über ein Online-Seminar waren wir sozusagen auch die Premiere unser Lehrgang. Super funktioniert und ich gehe davon aus, dass der HVSH das auch in Zukunft so fortführen wird. Man spart sich dann eben auch Fahrerei, beispielsweise nach Malente ins Trainingszentrum und so weiter. Ne? Ist für den einen oder anderen ja auch nicht so ganz einfach. Das heißt, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Prüfung? Jetzt fehlt noch Prüfung und ein Praxisteil, genau. Richtig. Der Trainer, Hendrik, was möchte der für einen Handballstil sehen? Also in Herzhorn war das letzten Endes die letzten Jahre so, dass wir doch sehr auf Athletik getrimmt waren und wenig spielerische Aspekte in unserem Spiel eingebaut wurden. Das versuche ich so ein bisschen zu verändern, also dass wir spielerisch uns deutlich steigern und Spielermaterial ist meiner Meinung nach da. Da muss man jetzt nur noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, das Training ein bisschen umgestalten und dann hoffe ich, dass wir da auch nächstes Jahr in der SH-Liga wieder eine ganz gute Rolle spielen. Wie siehst du denn eure Rolle im letzten Jahr oder jetzt in der abgelaufenen Spielzeit? Also wir sind zufrieden mit dem vierten Platz der letzten Saison oder der kommenden Saison, der jetzigen Saison, muss man ja sagen. Mhm. Wollen auch wieder hoch in die Oberliga, da gehören wir hin, da sehen wir uns. Da wir uns aber im Umbruch befinden, letztes Jahr viele Spieler gegangen, wir haben viele neu gekriegt, ist das schon okay, ne, dass wir Vierter geworden sind und da haben das jetzt, hat das jetzt Tab Wanderup auch mehr verdient, da aufzusteigen. Den gönne ich das auch sehr. Nochmal an dieser Stelle Glückwunsch zum Aufstieg. Die werden auch. Leider auch nochmal. Genau. Eine gute Rolle da in der Oberliga spielen und gehören da genauso hin. Habt ihr euch denn ein Ziel gesetzt, bis wann Herr Zorn gerne wieder in der Oberliga auflaufen möchte? Bis wann nicht? Möglichst schnell. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt schon nächstes Jahr so möglich ist. Wir probieren es immer wieder und gucken letzten Endes, was dabei rauskommt. Was ich noch, kleiner Zahlenspaß, was ich ganz interessant fand, eure beiden letzten Partien sind 29-21 ausgegangen. Einmal für euch gegen SZOWW und einmal in Stockelsdorf gegen euch. Das war ja oder muss ja ein kompletter Unterschied gewesen sein, aber auf jeden Fall die richtige Antwort nach der Niederlage, nämlich der Sieg. Ja, spiegelt aber letzten Endes auch ganz gut unsere Saison wieder. Also wir waren absolut nicht konstant und man konnte in jedem einzelnen Spiel merken, dass die Spieler, die jetzt neu zu uns gekommen sind, auch immer noch ein paar Schwierigkeiten hatten, sich an die Liga, an die Mannschaft zu gewöhnen. Und deswegen, also das waren nicht nur die letzten beiden Spiele, sondern auch in der Frühzeit der Saison hatten wir auch diese wechselhaften Sprünge von Sieg zu Niederlage immer mal wieder. Ne? Samstag, 22. Februar. Weißt du noch, was da los war? Nee, klär mich mal auf. Da habt ihr nämlich den ersten geschlagen, der jetzt hochgeht. Tab Wanderup, 24-23. Also da sieht man ja, was für ein Potenzial bei euch steckt. Also mindestens in den Heimspielen. Ja, absolut. In dem Spiel muss man aber auch sagen, hat alles gepasst. Wir haben da alles aus uns rausgeholt, sowohl spielerisch als auch athletisch. Eine Abwehr, die sowieso, denke ich, immer noch unsere Stärke darstellt, haben wir Vollgas gegeben und es Tab richtig schwer gemacht, muss man sagen. Ja, war eines unserer besten Spiele. Wenn nicht das Beste vielleicht, ja. Ich freue mich sehr, dass du uns ein bisschen heute über Herzhorn hier aufklärst und ein bisschen mitgenommen hast in die SH-Liga. Freue ich mich sehr darüber. Ja. Gibt noch ein paar Community-Fragen, die bekommst du gleich. Wir schauen jetzt aber tatsächlich erst einmal in die Oberliga, die dort nämlich erfolgreich abgeschlossen wurde. Wir gucken in die Halle nach Hohn, wo die beiden ja sitzen, Malte und Andreas. Seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Ja, wir sind noch da. Klar und deutlich.
Sehr schön. Also die Meute ist ein bisschen leiser geworden. Ah, wir haben sie zur Ruhe gebracht. Seit wann wisst ihr oder seit wann habt ihr realisiert, ihr seid Erster und ihr wollt den Gang in die dritte Liga antreten? Kann man das sagen? Naja, zunächst einmal haben ja alle lange warten müssen, bis da eine Entscheidung letztendlich getroffen wurde, wie es denn weitergeht. Als dann am Ende des Tages sich dem Entschluss von dem Bundesrat DHB angeschlossen wurde, dass es halt keine Absteiger geben wird und dass es wohl Richtung Quotientenregelung geht, da war es dann natürlich schon relativ schnell klar, dass es uns treffen würde, dass wir als Meister der Oberliga dastehen werden. Und dann geht es natürlich Stück für Stück in der heutigen Zeit leider und nicht so enthusiastisch und so, wie man sich das eigentlich gerne vorstellt. Aber mittlerweile ist es angekommen und auch im Umfeld angekommen. Und man kann davon ausgehen, dass hier im Moment gerade wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr viel Engagement auf allen Ecken und Ebenen gerade stattfindet. Also ihr habt von Beginn an gesagt, definitiv, wir wagen dieses Abenteuer, wir machen das. Was meinst du mit von Beginn an? Also in dem Moment, wo Platz 1 ist, oder vielleicht in den Tagen vorher, wo sich das schon abzeichnet, kommt doch auch die Frage auf, wagen wir es in Corona-Zeiten, den Gang in die dritte Liga anzugehen? Ja. Wir versuchen es zumindest. Also es gab ja einen sehr, sehr guten Artikel auch im SAZ über die aktuelle Situation, über unsere Meisterschaft. Und ja. Die Headline, die Überschrift, die da hieß, HSG Eidehade wagt den Aufstieg. Ich würde dieses eine Wort gerne austauschen wollen in versucht den Aufstieg. Das wollen wir definitiv, da machen wir auch überhaupt gar keinen Hehl draus. Das wäre auch vermessen, den Jungs gegenüber, dem Umfeld gegenüber, allen anderen zu sagen, das ist völliger Quatsch, dass wir da irgendwie in der dritten Liga spielen. Das sehe ich auch überhaupt nicht so. Wir wollen es versuchen, definitiv. Mit der Mannschaft wurde gesprochen, mit dem Trainer wurde gesprochen, mit den Verantwortlichen aus dem Stammverein wird gesprochen, weil die schlussendlich ja auch das letzte Wort mit haben an der Stelle. Das ist einmal da nochmal dazu gesagt. Aber am Ende des Tages sind wir nun mal Meister der Oberliga. Das Umfeld, wer uns in Hohen kennt, bei der HSG Eidehade, wer mal ein Spiel besucht hat in der Halle vor 300, 400, 500 Zuschauern, auswärts in St. Pauli mit über 200 Leuten, in Flensburg, in Kiel. Also das waren wirklich, ich bin normalerweise nicht so euphorisch, aber das waren sensationelle Auswärtsspiele in der Oberliga. Das muss man wirklich sagen. Und es wäre schade, wenn wir dieses Abenteuer, so nenne ich es einfach mal, nicht zu Ende bringen könnten. Und da sind wir dran. Du sagst versuchen. Was natürlich, zum Sportlichen kommen wir gleich, aber in Corona-Zeiten ist es ja nun wirklich spannend, weil alle so ein bisschen natürlich gucken müssen, wo sie abbleiben. Das heißt, ihr müsst ja auch Partner, Unterstützer, Sponsoren finden, sowohl alte als auch vielleicht neue. Das müsst ihr jetzt verraten. Wie schwierig ist das in der aktuellen Situation? Also es ist natürlich nicht leichter als noch vor 8 Wochen, das ist ja gar keine Frage. Wenn du mich vor 8 Wochen gefragt hättest, bekommt ihr das Budget zusammen, dann wäre ich sicherlich ein Ticken euphorischer, als ich es heute bin. Aber ich bin auch heute vorsichtig optimistisch und kann nichts versprechen, werde auch nichts versprechen. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir werden trotz der schwierigen Situation, Corona hin oder her, mit unseren bestehenden Sponsoren, das sind ganz, ganz viele, tolle Menschen, viele tolle Unternehmer, die uns da zur Seite stehen. Und ich denke, der Appell ist da angekommen. Die werden sich sicherlich auch Gedanken machen und gemacht haben und ihre Pakete aufstocken. Aber dennoch benötigen wir natürlich den einen oder anderen zusätzlichen Sponsor obendrauf. Das ist ja vollkommen klar. Ne? Letzte Frage zum Finanziellen. Wie sehen die nächsten 2, 3 Steps aus, die ihr dann noch jetzt in naher Zukunft gehen wollt? Ja, wir sind natürlich dabei, die Sponsorenpakete so weit zu schnüren, dass es passt.
für den aktuellen Partner, für den neuen Partner. Wir sprechen die in Frage kommenden Sponsoren jetzt in den nächsten Tagen, 2 Wochen direkt an. Und dann schauen wir mal, wohin es geht. Also ich denke, wer sich ein Stück weit auskennt mit der Materie der dritten Liga, der weiß, dass der Etat der untersten, der untersten Mannschaften vom finanziellen her betrachtet bei, ich denke, circa 100, 150.000 Euro liegt. Und wenn ich dann sage, wir werden deutlich drunter liegen und das nur damit zu stemmen ist, dass wir halt nicht diesen großen Kostenblock von Spielergehältern etc. pp. Haben, bin ich deshalb natürlich ein Stück weit optimistisch. Ja, ist so. Das führt uns zum nächsten Punkt. Wie sieht es denn sportlich mit der Mannschaft aus? Bleibt der Kern zusammen? Gehen alle mit? Ja, der Kern, um nicht zu sagen, es gehen quasi alle mit, ja. Vielleicht einer aus beruflichen Gründen im Moment so semi, das wissen wir noch nicht ganz genau. Das müssen wir abwarten, wie sich das beruflich entwickelt. Aber ansonsten brennen alle und wollen natürlich und hoffen auf dieses Abenteuer dritte Liga und wollen alle dabei sein, absolut. Es gibt keinen, der sagt, das ist mir jetzt zu stressig, zu zeitintensiv, ganz im Gegenteil. Jetzt war schon auch wieder in der Presse einiges über Neuzugänge zu lesen. Jetzt gerade ganz frisch auch. Ihr bekommt einen doppelten deutschen Meister. Ja, da sind wir auch ganz stolz drauf. Aber auch auf die anderen die Neuzugänge. Es gab eine Wunschliste von unserem Trainer, Mats Hinrichsen. Und wir haben zusammen diese Gespräche geführt und haben gesagt, wenn wir von den 4, die wir haben wollen, 2, 3 kriegen, dann ist das toll. Malte hat es gerade gesagt, wir werden auch von unserer Philosophie nicht abweichen, keine Gehälter zu zahlen. Wir sind ein Dorfverein und dabei bleibt es auch. Wenn jemand bei uns spielt, dann aus Leidenschaft. Und unterm Strich sind wir von vier, die wir angesprochen haben, die Wunschkandidaten, haben wir 4 Stück bekommen. Wer? Wer kommt? Verrate es uns. Genau, Sören Hartwig war heute in der Zeitung. Freuen wir uns riesig drüber. Du hast gesagt, 2-mal deutscher Jugendmeister, A-Jugendmeister. Wir haben Kevin Hamann. Wir haben Philipp Hinrichsen und wir haben Finn Lorenzen. Alle sind schon im Vorwege kommuniziert worden über die Zeitung. Also es ist jetzt nichts Neues, was ich erzähle. Aber wie gesagt, alles Wunschkandidaten von uns. Wir freuen uns sensationell, dass die Jungs bei uns nächstes Jahr spielen, weil es auch alles charakterlich Leute sind, die absolut bei uns reinpassen. Und das sage ich nicht so, weil wir das vermuten, sondern weil wir es ausgetestet haben. Bedeutet ja auch, der Kader wächst. Das heißt, ihr guckt tatsächlich auch nicht nur, weil es in der dritten Liga noch einen Gang wieder höher geht als in der Oberliga, sondern dass der Kader auch einfach noch besser bestückt ist und vielleicht auch so ein bisschen Reibereien da reinkommen, sportlich gesehen, Konkurrenzkampf? Wir haben ja einen ganz schmalen Kader gehabt diese Saison. Und das war ja, ich sag mal, die Gefahr am Anfang der Saison, dass wir, wenn wir 1, 2 kritische Verletzungen haben, dass wir auch ganz schnell eher nach unten gucken müssen als nach oben. Da durfte nicht viel passieren. Und jetzt sind wir für nächste Saison hoffentlich in der glücklichen Lage, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr in der Breite zur Verfügung haben an Spielermaterial. Wie viel Spaß hat es diese Saison gemacht, erster Vorsitzender zu sein? Ja, sehr viel Spaß. Gar keine Frage. Ich meine, die Außendarstellung der HSG Eiderhade nochmal vielleicht betont, wer mal das ein oder andere Spiel von uns verfolgen konnte, durfte. Es gibt ausschließlich positives Signal von allen Ecken und Ebenen. Also das ist einfach im Umfeld momentan so, dass es wirklich absolut Spaß macht und unter aller Belastung vorausgesetzt. Ich meine, wir alle haben momentan fast einen Zweitjob nebenbei, was die Planung und die aktuellen Aufgaben angeht. Das ist tatsächlich so. Und damit meine ich den gesamten Vorstand bei uns, den Förderverein ebenso.
Also da arbeiten ganz, ganz viele Menschen momentan neben dem ganz normalen Job an diesem Projekt. Und trotzdem, trotz dieser Aufgabe, trotz dieser Belastung, macht es tatsächlich auch großen Spaß, weil eben ja, das gesamte Umfeld es einem relativ leicht macht. Also ein Beispiel ist vielleicht, uns erreichen tatsächlich auch private Anfragen von privaten Leuten, die da sagen, Mensch, wenn es eng wird oder wenn ihr Probleme habt und es fehlt hier und da, dann würden wir unterstützen wollen mit Summe X und dergleichen. Also das ist, finde ich, nicht wirklich normal und das werten wir als ein sehr, sehr positives Signal für das, was wir davor haben. Andreas hat es eben so schön gesagt, alle haben richtig viel Spaß gerade und es geht wirklich über alle Posten. Wie sieht denn die Aufgabenverteilung aus? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man einen Verein sagt oder eine Mannschaft sagt, okay, wir wagen den Step, wir wollen die nächste Liga machen. Welche Punkte muss man denn dann noch angehen außer Kader und Finanzen? Naja, also die Regulatorik ist ja schon das Hauptthema. Also wir machen uns da nichts vor. Am Ende des Tages ist es natürlich das Geld und das sind die Finanzen, die da entscheidend sind. Also das wäre gelogen, wenn ich sage, das wäre nicht so. Aber darüber hinaus muss man natürlich mit den Stammvereinen, wir sind eine HSG Eiderharde, bestehend aus Breiholz, aus Harmdorf, aus Elzog und aus Hohn, wir müssen mit den Stammvereinen darüber sprechen, wollen wir das Thema angehen, ja oder nein? Ich bin da relativ klar, dass wir das Thema angehen wollen. Und zweitens, wie wollen wir das angehen? Wollen wir die erste Männermannschaft im Spielbetrieb ausgliedern, außerhalb, um da auch gewisse finanzielle Risiken ein Stück weit auszublenden, etc. pp. Das sind dann so die nächsten Schritte, die da angegangen werden. Und dann natürlich die Gespräche mit den Sponsoren. Jetzt, ich habe, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, vor anderthalb Jahren, als ich mich seinerzeit mit Matthias, nach dem Derby in Westerhönfeld beim Griechen zusammengesetzt habe, um mal über das eine oder andere zu sprechen, was so Ausrichtung angeht. Und er mir dann die Frage stellte, wie denn so die langfristige Planung sei oder sein Ziel, so nach dem Motto, Mensch, dritte Liga und ambitionierte junge Truppe, wie wir dazu stünden, da habe ich gesagt, Matze, nun sind wir erst einmal in die Oberliga aufgestiegen und lass uns mal die Bälle ein bisschen flach halten. Das war ja nun noch ganz, ganz frisch. Und ich sage, dieser Gedanke einer dritten Liga oder der Oberliga-Aufstieg, die Meisterschaft, dieser Unfall darf niemals passieren. Das war so aus dem Flachs heraus gesagt und ja, anderthalb Jahre später, heute stehen wir da und der Unfall in Anführungsstrichen in absolut positiver Ausrichtung ist nun da und wir gehen da ran, um das zu bewerkstelligen. Ja. Weil ich habe meinen Job nicht erfüllt. Er hat mir gesagt, der Unfall darf nicht passieren. Ja, wann denkst du über den Rücktritt nach? Ich denke über den Rücktritt nach. Ja. Wenn dann aber Samstag live in unserer Sendung, über die wir gleich noch sprechen zum Schluss. Aber Spaß beiseite, um die Geschichte am Ende rumzumachen. Also ihr sagt, es kommt über die Dauer gesehen überraschend. Andreas hat es eben nochmal gesagt, vor der Saison wussten die immer, wir müssen mit diesem Kader aufpassen, dass wir nicht in die untere Tabellenregion rutschen, weil er eben so dünn ist und wir uns keine Verletzungen erlauben dürfen. Jetzt war ja aber von draußen betrachtet immer der nächste Step sportlich zu sehen. Ihr habt unheimlich attraktiven Handball gespielt. Immer wenn Michel und ich das hier bei Sprungwurf TV zusammengeschnitten haben, es hat unheimlich viel Spaß immer gemacht, sich die Spiele anzugucken, weil das wirklich ja hin und her ging und das schön anzusehen war. Das werden auch alle bestätigen können, die sich Eiderharde-Spiele angeguckt haben. Wann habt ihr im Saisonverlauf gemerkt, es kann in Richtung dieses Unfalls gehen? Ja, ich meine, nach dem ersten Spiel ging es ja eigentlich nur noch in eine Richtung. Ja. Und das erste Spiel sollte man vielleicht nicht zu viel drauf geben, aber wenn du dann 3-4 Spiele hintereinander als Mannschaft gewinnst und du merkst, was für Potenzial da drin steckt und wie viel Lust vor allen Dingen die Spieler und die Trainer oder das Trainerteam hat, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und das hat sich über die Saison eigentlich noch gesteigert. Und dieser Teamzusammenhalt, der ist immer stärker geworden. Und du hast gemerkt, da war so ein Momentum. Und ich habe immer gesagt,
lass diese blöde Winterpause nicht kommen, weil wir waren in so einem Flow drin und ich glaube, alle hätten am liebsten weitergemacht. Aber es war, ich glaube, nach 4, 5 Spielen war relativ klar, es läuft. Also für mich war die Weihnachtszeit, die Auswärtsspiele in Flensburg und in Kiel. Also in Kiel war direkt vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, irgendwie 20., 21. Das war ein absolutes Highlight. Die Halle, die brannte und ich glaube, 3/4 gefüllt mit Fans der HSG Eiderhalle. Ich weiß nicht, ob Pitti Petersen zuschaut, aber Pitti war ja dabei als Ordner in Anführungsstrichen und er sagt, was ist hier bloß los? Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, es könnte passieren. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute uns einen Einblick gebt in Sachen Eiderhade. Ich weiß auch noch, was am Samstag passieren könnte. Da sprechen wir zum Schluss dieser Sendung drüber. Jetzt gibt es einen kleinen Spot. Und dann können wir eigentlich dieses Interview von gerade kopieren und auf die HSG Mönckebeck-Schönkirchen transformieren. Das machen wir nicht ganz, aber ihr seht es und hört es schon. Es geht jetzt um Mösche. Richtig, Zeit jetzt. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel. Lieber Jörg, ich freue mich auch sehr, dass du heute zugeschaltet bist. Danke. Du hast eben aufmerksam ja zugehört bei Eiderhade. Ihr habt ja sogar in der Oberliga der Frauen einen draufgesetzt und seid direkt durchmarschiert. Ja. Könntest du gleiche Antworten geben wie die beiden Herren aus Hohen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, zu 98% deckelt sich das definitiv, muss man ganz klar sagen. Ich bin ja, wisst ihr ja, auch sehr, sehr frisch bei Mönckeberg. Ich habe sie erst, sage ich mal, vor der Saison übernommen. Ich wusste, dass in der Mannschaft sehr, sehr viel Potenzial ist. Ich kannte die Mannschaft ja eben auch schon vorher. Aber dass wir jetzt, sage ich mal, da stehen, wo wir jetzt stehen, das wäre vermessen gewesen, wenn man das vor der Saison gesagt hätte. Ihr seid Aufsteiger, ihr seid Zweiter und ich glaube sogar punktgleich mit Tabellenführer Buchholz 2. Ja. Müsst ihr euch manchmal zwicken und fragt euch, was ist denn hier eigentlich los? Ja, definitiv. Das höre ich des Öfteren auch von den Mädels, so von wegen, Mensch, wir können es immer noch nicht glauben. Ich telefoniere ja sehr, sehr viel auch mit den Mädels und das höre ich doch schon von der einen und von der anderen immer wieder. Definitiv, ja. Du sagst, du kanntest die Mannschaft schon? An welchen Stellschrauben hast du gedreht, dass aus einem Aufsteiger wirklich ein ernsthafter Meisterkandidat wird? Für mich ist halt immer sehr, sehr wichtig, denn mein Spiel startet natürlich immer aus der Abwehrreihe dementsprechend und wir sind ja bekannt dafür, dass wir eine sehr, sehr robuste 3-2-1 spielen, sage ich mal, nicht gerade frauen-like. Es geht dann doch schon eher, sage ich mal, wir wollen den Ball einfach haben. Wir spielen eine richtige Zerstörerabwehr. Ich habe im Endeffekt es hinbekommen, dass wir noch weniger Gegentore bekommen als in der Saison zuvor. Wir haben es runtergeschraubt im Schnitt auf 22 Gegentore. Im Angriff sind wir gleich geblieben mit 29 Toren im Schnitt. Das ist, sage ich mal, der Schlüssel, dass wir eben hinten weniger bekommen, so dass wir nicht in die Bedrohung kommen, um jeden vorne machen zu müssen. Das war erstmal das Gros. Das hinzukommt halt, ich habe eine sehr, sehr coole Mannschaft, die einfach auch den Willen haben, den Biss haben, eine hohe Trainingsbeteiligung. Und wenn ich eine hohe Trainingsbeteiligung habe, dann kann ich auch viel umsetzen. Zerstörerabwehr habe ich mir hier direkt gerade notiert. Finde ich sehr, sehr schön. Wirst du daran etwas verändern oder willst du auch mit dieser sportlichen Ausrichtung in der nächsten Saison, wenn man die stattfindet, das angehen? Wir werden definitiv auch weiterhin unsere 3-2-1 spielen. Die Mädels haben ja auch gelernt, jetzt in der Saison auch mal eine 6-0 zu spielen. Und wir werden auch noch eine dritte Formation auf jeden Fall hinzunehmen, um halt einfach ein bisschen variabler noch zu sein. Ne? Ich sag mal, mit 2 Abwehrformationen kommt man gut in der Oberliga auch längst. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch eine dritte Variante noch mit einstudieren. Um noch unberechenbarer dann. Ja, klar, definitiv, ganz klar. Eigentlich, ja, tatsächlich habe ich relativ ähnliche Fragen notiert wie bei Eiderhade, aber auch an dich die Frage. Wir hatten ja auch schon Mädels aus deiner Mannschaft bei uns in der Sendung, die gesagt haben, das ist eine tolle Momentaufnahme, was man eben auf Platz 2 so sagt, wenn man es nicht so wirklich glauben kann. Aber wir müssen mal schauen und den Durchmarsch erwarten wir auf gar keinen Fall. Ja. Aber jetzt sind wir alle schlauer, der Durchmarsch ist ja da. Ja, da hast du recht, auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben hinter den Kulissen schon sehr, sehr früh angefangen, eben auch Gespräche aufzunehmen.
Zum Ende der Hinserie habe ich mich mit Vorstandsleuten beziehungsweise auch mit dem Förderverein schon mal zusammengesetzt. Und wir hatten vereinbart, dass wir, wenn wir die Rückserie genauso starten, wie wir in der Hinserie jetzt durchmarschiert sind, dann müssen wir sprechen für den Fall, falls er eintrifft. Glücklicherweise haben wir uns am 9. März auch mit den Stammvereinen getroffen und haben da dementsprechend auch, ich habe denen mal ein Konzept aufgestellt, halt auch, wie es kostenseitig aussehen würde, dritte Liga zu spielen, dass ich die Bereitschaft auch der Mannschaft habe, dass sie den Weg auch mitgehen. Und halt im Endeffekt, sage ich mal, dass wir es so aufbauen, dass der normale Spielbetrieb für die anderen Mannschaften im Verein nicht gestört wird, auf finanzieller Basis, sondern es muss gewährleistet sein, dass eben im Verein alle Mannschaften ganz normal ihren Sport auch weiter betreiben können. Und da sind wir jetzt gerade umzusetzen, genau wie Eiderhade, um halt auch nächste Saison dritte Liga spielen zu können. Jetzt sind natürlich, das muss man auch immer nochmal sagen, dritte Liga Frauen nochmal andere Zahlen als dritte Liga Männer. Ja. Der anderen Seite, wie gesagt, ihr kommt ja eigentlich gerade aus der fünften Liga. Das heißt, die Infrastruktur ist auch dahin gesehen nochmal etwas anders. Ihr konntet gar nicht so, viele planen das ja so Step by Step und sagen 2-3 Jahre Oberliga, dann gehen wir mal oder denken wir mal drüber nach sozusagen. Wir sind nämlich im oberen Bereich, die agieren halt mit 50.000 Euro, aber man kann die Saison auch mit knapp 130.000 bestreiten. Weil wir haben ja im Endeffekt so viele Landesderbys alleine schon. Also das einzige weite Auswärtsfahrt haben wir Frankfurt-Oder. Wir sind auch ein Dorfverein, bei uns werden auch keine Gehälter gezahlt. Man spielt aus Leidenschaft in Mönckeberg-Schönkirchen. Und wie gesagt, beide Dörfer, aber gerade Mönckeberg halt auch, ist halt wahnsinnig, wenn wir unsere Heimspiele haben oder auch die Männer halt dementsprechend auch ihre Heimspiele haben, weiß er selber, was dann da los ist. Ja. Bleibt denn die Mannschaft so? Ja, ich habe 3 Abgänge. Ich konnte das auch sehr, sehr schnell schon dementsprechend mit den Mädels besprechen, auch für den Fall, dass wir hochgehen. Habe ich auch sofort die Zustimmung bekommen. Margret Pieper wird uns leider verlassen, weil sie halt beruflich bei der Bundeswehr nach München geht. Dann habe ich Lea Weimer als dritte Torhüterin, die halt jetzt auch andere Lebenswege halt erstmal einschlägt. Und Alina Hase wird es halt auch beruflich halt nicht mehr schaffen. Neuzugänge? Kann ich bald hoffentlich was vermelden. Ich bin in sehr interessanten, sehr guten Gesprächen. Mir geht es auch wie Malte oder auch wie Andreas. Dass ich halt dementsprechend teilweise am Tag wirklich 4-5 Stunden für die Mannschaft telefoniere. Aber das macht man ja sehr gerne. Wie sieht's aus mit den Heimspielen? Wo könnt ihr dritte Liga spielen? Schönkirchen. Wir würden in Schönkirchen spielen. Ja, ich habe auch schon mit Dascha Zollinger auch schon gesprochen. Da geht es auch noch um die Hallenabnahme halt dementsprechend, weil wir haben ja die Meldung für die dritte Liga abgegeben. Mhm. Ich habe da natürlich meine Kontakte, die ich zum DRB habe, aus meiner OKT-Zeit natürlich genutzt und auch da nochmal zusätzlich ein Dankeschön an Sascha Zollinger, dass er uns auch so unterstützt hat, auch was die Unterlagen halt angeht. Da war er wirklich immer hilfreich auch zur Seite und man muss auch sagen, was momentan bei uns im Verein passiert, auch Förderverein, Mannschaft, sind alle wirklich wie wahnsinnig arbeiten und sehr behilflich. Ich möchte da einfach nur mal als Name Ole Jäger sagen. Was der gerade da macht und die Mannschaft auch nebenbei, das ist schon echt krass. Ohne die würde es nicht gehen. Was Malte eben sagte, es gibt einen Zeitungsartikel, Eiderhade wagt dieses Abenteuer. Aha. Kann man das bei euch auch so dann schreiben? Oder könnte man das so schreiben? Ich würde sagen, ja. Ja, definitiv. Also wie gesagt, wir haben es sportlich auch verdient, muss man ehrlich sagen. Dass wir jetzt schon hochgehen, wie du schon sagtest, man plant ja normalerweise wirklich einen längeren Zeitraum erstmal in der Oberliga, um dann hochzugehen. Mein Ziel war es eigentlich so innerhalb der nächsten 2-3 Jahre, dass wir es jetzt schaffen, nehmen wir dann natürlich an. Ich sage ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir es hinbekommen. Ihr werdet auch demnächst sehen, die Mädels kommen jetzt nochmal mit Crowdfunding halt jetzt sehr zeitnah raus, weil wie gesagt, wir brauchen jeden Sponsor. Wenn es, sage ich mal, Kleinbeträge sind, die wollen wir halt auch über das Crowdfunding halt dementsprechend mit auffangen, die dann dementsprechend dafür sorgen, dass die Mädels den Traum, den sie halt haben, einfach auch dann leben können. Hast du noch eine Einschätzung für uns sportlich in Richtung Oberliga, weil es ja schon auffällt, dass die ersten beiden Teams eben 2 Aufsteiger sind? Mhm. Sind die Aufsteiger dann so stark oder was ist mit der Oberliga los? Ich würde sagen, sie ist sehr, sehr ausgeglichen. Es waren auch einige Spiele bei, die hätten auch in vielen Bereichen anders laufen können. Am Ende fand ich jetzt zum Beispiel auch Stockelsdorf ist nochmal sehr, sehr stark aufgekommen. Rosengarten ist für mich auch kein normaler Aufsteiger. Die sind ja hinten raus nachher sehr gut durchgestartet, hatten auch viel Unterstützung aus der ersten Frauen, aus der zweiten Bundesliga, muss man ganz klar sagen.
Und wir sind halt einfach, muss man ganz ehrlich sagen, auch zusätzlich athletisch einfach mit die fitteste Mannschaft in der Liga, weil wir wirklich sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht haben. Sag mal so als Beispiel, alle aus Grundshagen, das bitte weghören, aber im zweiten Spiel war es dann wirklich so, wo wir 40-25 gegen die gewonnen haben und 73 Angriffe gelaufen sind. Es hätte da auch noch ganz anders ausgehen können. Ne? Und das haben die Mädels wirklich über die ganze Saison eben gut kompensiert bekommen. Und der Wille war einfach auch da. Sie wollten jedes Spiel gewinnen und das hat man immer wieder auf der Platte gemerkt. Das heißt abschließend eine frühe und konsequente und kontinuierliche Saisonvorbereitung zahlt sich am Ende auch aus. Definitiv, absolut. Also sie haben des Öfteren mich verflucht, sollen sie auch, werden sie auch zukünftig wieder. Aber es lohnt sich einfach. Das ist, jetzt haben sie es gesehen. Was heißt das jetzt übertragen auf Saisonvorbereitung dritte Liga? Wir wissen natürlich nicht, wann es weitergehen kann, wie es weitergehen wird und so weiter. Aber man muss natürlich so früh wie möglich nicht nur eben diese Weichen stellen, von denen du gerade auch per Crowdfunding zum Beispiel gesprochen hast, sondern eben auch sportlich. Jetzt weiß ich, ich habe mit ein paar aus der Mannschaft zur Vorbereitung auf die Sendung gesprochen, die wären theoretisch, wenn alles normal verlaufen wäre, jetzt die Tage nach Mallorca geflogen. Jo. Und dann kleine Pause wahrscheinlich und dann geht es in Richtung Saisonvorbereitung, weil man natürlich richtig früh starten wird. Wie bereitest du denn die Mannschaft jetzt gerade vor? Telefonate hast du schon gesagt. Wie hält sich die Mannschaft fit? Jeden Dienstag treffen sie sich über Skype und mit unserer Athletiktrainerin und Spielerin Laura Thegen für ihr Workout. Zusätzlich kriegen sie von mir zurzeit Team-Challenges jede Woche. Wir sind jetzt in den letzten 6 Wochen zusammen 2100 Kilometer schon gelaufen. Also deshalb Marathonläufer werden sie alle. Also quasi auch fast bis Mallorca schon. Ja, definitiv, ja. Und halt zusätzlich kriegen sie von Laura immer noch auch Athletikaufgaben mit reingestellt. Ja, so halten wir uns momentan einfach fit. Wenn alles normal losgehen würde, was wir ja alle nicht wissen, würden wir ganz klar Mitte Juni starten, bis Mitte Juni in der ersten Phase, dann gibt es ein paar Tage frei. Und dann gibt es halt dementsprechend die zweite Phase ab dem 27.07. bis 1.09. mit Trainingslager in Dänemark und ja. Ich schaue hier gerade nach einigen Fragen, die hier über Instagram reingekommen sind. Zeitgleich die Frage kurz an Michel in der Regie, ob Fragen über Facebook oder YouTube reingekommen sind. Ich lese erstmal hier die Instagram-Fragen vor. Finn1210 fragte ihn, ob es ein Aufstiegsbier bei dir gibt, wenn das wieder möglich sein sollte. Selbstverständlich. Er hat ja bewusst die Challenge, die Corona-Challenge nicht gemacht, dass wir auch den Kasten haben. Ne? Oh, dann wird er gleich einiges gehen. Tatsächlich gibt es hier eine Frage über YouTube, die ich gleich reinbekomme. Erstmal die Frage von Fogbake1607, wie realistisch du die Chancen in der dritten Liga einschätzt? Wobei hast du ja eigentlich auch schon angerissen. Ja, also im Endeffekt, wenn, wie gesagt, wir gehen da eben auch hoch, um oben zu bleiben. Wir wollen natürlich nicht gleich wieder runter, das ist doch ganz klar. Dasselbe habe ich auch schon gesagt, wo wir jetzt in die Oberliga gekommen sind. Ne? Also. Und Matzenberger08 fragt sich noch, was du dir von den Fans der HSG für die nächste Saison wünschen würdest. Bleibt einfach so, wie ihr in dieser Saison uns supportet habt und dann passt das schon. Also das war schon aller Ehren wert. Also unser Achtermann an der Seite. Nächsten Fragen gehen an Hendrik. Du wirst zum Beispiel kritisiert von ich weiß immer nie, wie man es ausspricht. Er wird mich wieder Lassinta Elastica wahrscheinlich. Mhm. Ob du inzwischen Wizard-Nachhilfe genommen hättest? ja, habe ich. Er kann sich darauf einstellen, dass ich ihm ihn demnächst schlagen werde. Wizard ist dieses Kartenspiel, oder? Ja, genau, richtig. Yannick Mogge sagt, oder fragt, willst du als Trainer so legendär werden wie dein Papa? Kann ich gar nicht schaffen, oder? Also, ich versuche es, sage ich mal so. Jendrik fragt über YouTube, was die neuen Ziele sind in der Saison. Ja, habe ich eben ja eigentlich auch schon angerissen. Wir wollen wieder oben mitspielen. Wir wollen auch irgendwann wieder in die Oberliga. Ob das jetzt nächstes Jahr klappt, kommende Saison, sei mal dahingestellt. Schauen wir mal. Birger95 fragt das auch. Und Pavroli möchte wissen, wann
oder ob du überhaupt planst, nach Corona dann wieder in den Skiurlaub zu fahren. Ja, er spielt, glaube ich, darauf an, dass wir mit der Mannschaft eine kleine Skifahrt gemacht haben, was sehr lustig war und tatsächlich auch in Ischgl waren vor dieser ganzen Geschichte. Kurz davor, das planen wir auch wieder, ja, natürlich. Da bekommt man doch einen Schrecken dann, oder? Bitte? Da bekommt man doch einen ordentlichen Schrecken, wenn das dann kurz danach alles aufploppt. Ja, auf jeden Fall, gerade deswegen, weil wir in genau den Lokalitäten waren, die da jetzt in den Medien auch hart kritisiert wurden. Wann wart ihr da? Anfang, Mitte Februar waren wir da. Achso, hier, Kolmar fragt noch, also Kolmar, Derns und Jungs, spielt Lars noch weiter? Der spielt weiter nächstes Jahr, genau. Das war auch noch fraglich und ist eine wichtige Stütze in unserer Mannschaft und der hat fürs nächste Jahr zugesagt. Björn Wallux 13 hat eine Frage geschickt und zwar an Herrn Plön. Läufst du noch mal für die Sandfüchse auf? Auf jeden Fall. Wer oder was sind die Sandfüchse? Die Sandfüchse ist eine Truppe aus verschiedenen Vereinen, so würde ich jetzt mal sagen, Spieler aus verschiedenen Vereinen. Wir haben uns getroffen vor mittlerweile über 20 Jahren. Das geht hier um Beachhandball. Und einer dieser Spieler ist oder sind die Gebrüder Wallux. Und von daher ist wahrscheinlich die Frage, ob wir nochmal ein Turnier starten wollen. Und von mir aus kann das jederzeit losgehen, so die Knochen da mitspielen. Laura Tegen schickt noch einen Na klar in Richtung in Richtung Jörg. Das war wahrscheinlich eben auf dein hartes Training und was du in Richtung Mare beschrieben hast. Gedacht, Grüße an Laura und Uwe Rover möchte wissen, Malte, wann und wie warst du beim Friseur? Das habe ich heute auch gefragt. Da passt einer auf. Gar nicht. Kann man mich noch verstehen? Ja. Bin ich noch da? Ja. Meine Frau hat sich versucht, die Dani. Ist doch gut geworden. Ich denke, oder? Ja. Ja. Johnny Schatz 10 fragt, Andreas, welchen Anteil hatten die Fans an unserem Aufstieg? Einen sehr großen. Also ich meine, der Handball lebt von Emotionen. Und ich glaube, die Mannschaft, die wurde getragen. Nicht nur in der Hohnerhalle. Malte hat es gesagt, unsere Fans sind Auswärtsfans. Die geben auswärts noch viel mehr Gas als in Hohn. Und ich sage nur, Flensburg, Kiel, St. Pauli sind Sachen, die vergisst man nicht. Und die Fans... Nochmal, die haben die Mannschaft getragen. Ich glaube, die Mannschaft erlebt das so und auf den Rängen erlebt man das auch so. Da ist eine Stimmung, da kann man einfach nur das Beste geben. Insofern großen. Ja. Letzte Frage von J. Derner 15. Was würdet ihr bevorzugen? Eher Sponsoren aus der Nähe oder ist es egal, woher die kommen bei solchen Summen? Sind wir gefragt oder wer ist da gefragt? Ja, genau. Bei Malte. Bei Malte, ja, das bin ich. Die Sponsoren aus dem eigenen Ländle hier um uns herum sind natürlich in den vergangenen Jahren immer bei uns gewesen. Das danken wir denen zu über 100% und natürlich sind es auch die, auf die wir in der Zukunft bauen wollen und von daher... Es ist vollkommen klar, dass mir diese um uns herum natürlich am wichtigsten sind. Ist doch gar keine Frage, weil das sind auch die, die in der Halle sitzen, uns supporten und das Ganze gut finden. Klar, gar keine Frage. Aber wir nehmen natürlich auch den Partner, den Sponsor, den Interessenten von außerhalb. Ist doch gar keine Frage. Zwei Fragen sind noch reingekommen an Hendrik von Bürger 95, so Richtung deine eigenen Ziele. Meine eigenen Ziele bezüglich der Mannschaft jetzt? Oder wie ist das gemeint? Vielleicht auch für dich persönlich, wo du mal hin willst. Oder ich interpretiere es einfach mal so. Okay, da habe ich mir eigentlich noch gar keine großen Gedanken gemacht. Im Vordergrund steht die Mannschaft und wenn ich jetzt
da Fußfessel in Herzhorn und wir eine relativ gute Saison spielen, kann ich mir das auch vorstellen, dass das nächstes Jahr fortgeführt wird. Aber da mache ich mir keine Gedanken. Also im Vordergrund stehen die Ziele der Mannschaft und nicht meine eigenen. Und Evas P15 fragt noch, ob du und Michael nächste Saison Trainer bleibt. Ich glaube, das haben wir ausführlich besprochen. Haben wir geklärt. Genau. Dass der neue Chef jetzt hier bei uns gerade in der Sendung sitzt, sozusagen. Ja, das waren die Fragen. Vielen Dank an euch. Nächste Woche seid ihr natürlich alle wieder gefragt, an unsere Gäste dann Fragen zu stellen. Jetzt zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, außer Danke an unsere Gäste, es gibt einen kleinen Sendehinweis, Samstag 18 Uhr hier auf Sprungwurf TV. Ich weiß nicht so ganz, warum, aber Andreas, vielleicht magst du uns verraten, warum. Was können wir da erwarten? Große Ereignisse schlagen ihre Schatten voraus. Oha. Mehr wird nicht verraten. Also, wir haben ein pickepackevolles Programm, so viel kann ich sagen. Die beiden Herren sind auch involviert, nämlich Sprungwurf TV überträgt quasi den Saisonrückblick und die visuelle Meisterfeier der HSG Eiderhade. Und ich freue mich auf interessante Interviews, auch mit Spielern, mit Trainern, mit Neuzugängen und so weiter und so fort. Ein bisschen Musik gibt es, glaube ich, auch. Also wird das eine buntes Programm. Geschichte. Genau, wir haben ein ganz buntes Programm zusammen abgestimmt und ich glaube, es ist für alle was dabei. Es gibt auch für jeden ein paar Überraschungen. Insofern, das Einschalten lohnt sich absolut. Und ich glaube, Samstag im Moment, Restaurants haben nicht offen. Ja, Kinos leider auch nicht. Also, Leute, es gibt nichts Besseres, was ihr Samstag um 18 Uhr tun könnt. Schaltet ein. Ja, richtig. Muss der Grill halt mal um 17 Uhr an. oder nach drinnen verlegen. Dann klären wir hoffentlich das letzte Geheimnis um eure fantastischen Tücher, die ihr gerne zur Verabschiedung ja nochmal uns zeigen könnt jetzt. Und dann sage ich in der Zwischenzeit Danke an Henrik für deine Zeit. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke an Jörg. Sehr gerne. Passt auf euch auf, bleibt gesund bis die Tage und wir sehen uns hoffentlich nächste Saison, wann auch immer das ist, in den Hallen. Und ich weiß nicht, wie die beiden Herren das jetzt trinken wollen, aber genau das, was die beiden machen, gilt natürlich für alle anderen auch. Und Maske auf. Ja, und dann nimmt sie ab und trinkt Bier. In diesem Sinne, das ist die Botschaft des Abends. Danke. Bis nächsten Mittwoch bei Anwurf, das Handballmagazin. Und wenn ihr es mit Eiderhade haltet, bis Samstag. Ciao. 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 Vielen Dank. Danke. Die härtesten Seiten des Handballs. Handballhimmel und Handballhölle. Jetzt im Buchhandel.